Und Vogel ist ein Pokémon mit dem Typ Geist, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Traunmagil. Traunfugil ist ein mittelgroßes, schwebendes Pokémon, das dunkelblau, schwarz, hellviolett und magenta auftritt. Der Großteil des Körpers färbt sich dabei dunkelblau, schwarz, die Spitzen der Haare sind dagegen hellviolett und der Körper besteht lediglich aus dem Kopf, da sich unterhalb des Halses nur noch ein kegelähnliches Gebilde befindet. Es hat eine prächtige Langhaarfrisur, die aus einzelnen dicken Strähnen besteht. Das halbrunde Gesicht besteht aus den großen Augen und dem eher kleinen Mund, dabei setzen sich die Augen aus gelber Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammen. Um den Hals befinden sich mehrere magentafarbene Perlen, wobei die mittlere am größten ist und die Größe dabei immer weiter abnimmt, je weiter man sich von der Mitte entfernt. In der Shiny-Form hat der dunkelblau-schwarze Bereich des Körpers eine olivgrüne Farbe. Die Haarspitzen sind orange und die Perlen in einem etwas kräftigeren Rot gehalten. Traunfugil setzt stark auf seine speziellen Angriffe vom Typ Geist. Dazu zählen beispielsweise Bürde und Spukball. Weitere nennenswerte spezielle Attacken sind Psystrahl und Juwelenkraft. Zudem erlernt es zwei physische Attacken mit Erstauner und Gegenstoß. Seine Fähigkeit ist Schwebe, mit der es volle Immunität gegen alle Bodenattacken erhält. Es ist in allen bisher bekannten Regionen außer der Kanto-Region heimisch. Typische Fundorte sind natürlich Friedhöfe und alte Anwesen, aber beispielsweise auch der Silberberg oder die verlorene Höhle. Traunfugil mag es, Streiche zu spielen und Menschen nachts zu erschrecken, indem es heult oder im Dunkeln auflauert. Und es mag es auch, Menschen zu beißen oder ihnen an den Haaren zu ziehen, nur um ihre Reaktion zu sehen. Es nutzt seine roten Kraftfelder, um die Ängste der Feinde aufzunehmen und sie in Nahrung umzuwandeln. Dabei ist Traunfugil der erste Teil einer zweistufigen Entwicklungsreihe. Durch die Gabe eines Finstersteins entwickelt es sich zu Traunmagil. Dabei wird sein Körperbau etwas schlanker und es gewinnt an Größe. Es nimmt zudem eine lilane Färbung an mit pinken Verzierungen. Dabei sieht es aus, als würde es einen Hut tragen. Die roten Perlen bleiben dabei erhalten, verändern aber etwas ihre Form und außerdem werden die Augen und das Gesicht allgemein kleiner. Mit seinen Typen ist es immun gegen den Typen Normal, gegen den Typen Kampf und gegen den Typen Boden. Außer wenn die Fähigkeit Schwebe mit einer anderen Fähigkeit oder Attacke überbrückt wird, dann macht Boden normal viel Schaden. In Generation 2 ist Boden generell Schaden normal, da ist es nicht immun dagegen. Ansonsten, wie gesagt, immer immun. Halben Schaden nimmt es gegen Gift- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.